Es gibt ein kleines, aber feines Jubiläum meinerseits zu feiern, und zwar die 20. Ausgabe heute von Gerüchteküche. Obwohl es ja die 20. Ausgabe ist, gehen wir jetzt hier nicht feiern und freuen uns, sondern machen hier weiter mit Gerüchteküche Nummer 20. Und um was geht es heute? Und zwar habe ich heute zwei Themen für euch. Und das wäre einerseits ein mögliches Nikolaus-Event 2012 in Formarama. Natürlich in Formarama. Und ein weihnachtliches Stadtdesign. Und zwar beginnen wir mit dem Nikolaus-Event, mit dem möglichen Nikolaus-Event. Und da habe ich ein paar Bildchen für euch. Und zwar einerseits das Item, was wohl wahrscheinlich das Item sein wird. Ein 2x1-Feld-Item sieht recht gut aus. Dann haben wir den wunderschönen Sticker. Also der ist mir gleich mal ins Auge gestochen. Der sieht richtig klasse aus, finde ich. Und dann habe ich noch ein paar sonstige Bilder für euch. Und zwar ein Rentier und eine Futterschüssel. Rentier, Rentier, hier auch wieder Rentiere. Ne, da könnte man sich schon die Frage stellen. Rentierzucht? Fragezeichen. Also ich könnte es mir schon vorstellen. Es wäre auf jeden Fall eine schöne Überraschung, wenn das Rentier jetzt hier auch noch ein Zuchttier, aber natürlich muss man sagen, Rentier verkörpert natürlich auch Weihnachten, also. Ja, aber manche spekulieren mit einer Rentierzucht. Das weiß ich nicht. Und dann habe ich hier noch ein Bildchen für euch. Was das ist, kann ich euch wirklich nicht sagen. Also schreibt mir mal unter die Kommentare, was ihr dazu sagt und ob ihr vielleicht auch glaubt, vielleicht eine mögliche Rentierzucht. Diese Bilder könnt ihr unter anderem auch natürlich auf Farmarama Book, der Link zum Artikel hier, nachgucken, quasi die Bildchen hier. Wenn ihr dazu Lust habt. Und dann habe ich natürlich das zweite Thema für euch noch. Ich habe noch ein drittes kleines auch noch, aber da kommen wir auch gleich. Und zwar schaut die Stadt jetzt hier das weihnachtliche neue Stadtdesign. Und jetzt fragt sich natürlich der ein oder andere vielleicht, woher weiß ich ihn jetzt? Das kann ja auch einfach vom vergangenen Jahr sein, die Stadt. Weiß ich ja nicht, ist das dieses Jahr? Und zwar gibt es einen großen Hinweis dazu. Weil derzeit findet ja das Deutschland-Event statt und da sieht es ja so aus. Derzeit sieht die Stadt so aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es eine riesen Enttäuschung, dass es dieses Jahr immer die gleiche Stadt gegeben hat nachdem das Schnee weg war. Also es gab keine Herbststadt wie im vergangenen Jahr. Da wäre mir noch tausendmal lieber gewesen, sie schmeißen einfach das gleiche Design vom vergangenen Jahr rein. Auf jeden Fall besser. So sind die Bäume halt immer grün, ja, schön für die Bäumchen, aber das hätte mit Sicherheit besser ausgesehen. Aber also jetzt kommen wir hier zurück. Derzeit hier, Deutschland-Event, wissen ja, hier kreist er seine Runden. Und woher weiß ich jetzt hier, dass es sich möglicherweise um das Stadtdesign handelt? Weil auch hier auf diesem Bildchen sieht man auch wieder hier das Deutschland-Event. Sprich, dieses bisschen größer kann ich es machen, aber man wird es nicht besser sehen können. Qualität wird dadurch nicht besser. Und zwar anscheinend wird die Winterstadt quasi hier, wenn ich das so sagen kann, anscheinend noch während des Deutschland-Events eingebaut quasi hier. Wird hier eingebaut, hier sieht man es. Und hier sieht man auch. Also das wird noch eingebaut. Ja, finde ich auf jeden Fall, ja, mal gucken, wenn es so kommt. Sieht recht schön aus. Und dann habe ich noch ein kurzes drittes Thema für euch. Und zwar sind wir jetzt kurz auf meiner Farm, weil ich euch kurz was zeigen möchte. Jetzt passt das Bild ja nicht hier. Ich schieße ein bisschen rüber. Und zwar hier bei einem Wappen habe ich heute bemerkt, ist, glaube ich, ganz hinten sind schon diese Bildchen im Spiel. Und das sind die Bilder von der Küken-Stube. Sprich, es wird wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, bis diese dann ins Spiel kommt. Das ist nur so eine Randnotiz. Da hatte ich mal auch ein Bild gemacht. Ach, Bild gemacht, ein Video gemacht zur möglichen Küken-Stube. Und das soll jetzt dann auch bald einmal kommen in der nächsten Zeit, denke ich mal. Wer weiß, vielleicht hat es irgendetwas zu tun mit dem Weihnachtsmoment, Nikolaus-Event, vielleicht hat es irgendwas zu tun mit Weihnachten, wir werden es erfahren. Ja, damit war es das wieder mit dieser 20. Ausgabe meiner Gerüchteküchen. Ja, und ich hoffe natürlich auf weitere 20 Ausgaben. Mal gucken und bis zum nächsten Video.